So, weiter geht's mit Final Fantasy 7. Wir wollen jetzt über diesen Sumpf. Ich habe keine Ahnung, wo der Sumpf ist. Wir können ja mal nach rechts. Jetzt muss ich einfach wieder die CD nachladen. So. Raus aus der Karte. Jetzt müssen wir diesen Köder equippen, den wir für teuer Kohle gekauft haben. Der kriegt Eris mal einfach, weil Eris hat noch genug Schächte frei. Schokoboköder. Schokobo treffen. Glück plus 1. Ja, ist in Ordnung. Und wir gucken kurz nach unseren Greens. Wir haben hier irgendwo... Logokraut. Tantelgemüse. Tantelgemüse ist gut. Das benutzen wir. So, jetzt brauchen wir also Spuren. Da ist eine Spur. Jetzt laufen wir so lange auf der Spur rum, bis wir Chocobos treffen. Komm, sei brav, triff einen Chocobo. Oh, schnarch. Geht doch. Passende Musik. Also zwei Gemüse dazu. Objekt. Tantelgemüse, Chocobo. Erstmal gucken, was das frisst. Gut, jetzt greifen wir nicht ihn an, sondern das da. Jetzt vorsichtig sein. Dass, wenn nicht automatisch einer tot geht, dass wir automatisch den nächsten angreifen. So. Scheiße. Jetzt fertig mit seinem Gemüse, ne? Wir brauchen noch mehr Gemüse jetzt, zack. Komm, wir hätten mehr Gemüse kaufen sollen. Gut. Da. Da. Scheiße, okay, noch ein Gemüse. Wahrscheinlich muss man gar nicht so verschwenderisch mit dem Gemüse umgehen. Scheiße, jetzt haut er ab. Toll, ja super. Jetzt, okay, wir brauchen mehr Gemüse. Klarer Fall. Oder ein richtig fettes Gemüse. Noch einen Schlag gebraucht. Schnüff! Gut, aber immerhin, das ist zugelernt. Ich kann es ja auch nicht... Oh, eine Ebene. Ebene. Level. Hallo. Ja. Konnte ich auch nicht einschätzen, wie lange jeweils die Gemüse brauchen. Und ich war vielleicht ein bisschen vorsichtig am Anfang mit dem Kaputthauen. Daher gehen wir nochmal einkaufen. So. Hui. So, Chocoman. Choco Billy Chili. Kaufen. Mettengemüse. Aber wir haben ja schon ganz schön. Nur Kugelgemüse. Zwei Stück von mit. Hauen wir einfach noch ein bisschen davon hinterher. So, ich glaube, das haben wir echt genug. Wir müssen ja echt nur so ein Chocobo fangen. So. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Da ist nämlich der Sumpf vorne, den man schon sieht. Wieder das gleiche Schema. Okay. Diesmal kann Eris das Gemüse nehmen. Kugelgemüse. Nee, nicht auf die kleinen Dinger, sondern auf den da. Da. Er nimmt mich da dran gehen. Und tiefer nimmt den da. Eris nimmt den da. Und Cloud nimmt den da.
Ja. So. Du müsstest hinüber sein. Nein, noch nicht. Shit. Okay. Scheiße. Okay, schneller, schneller, schneller. Den da, gut. Komm. Yes, yes. Okay, gut. Puh. Also doch, lohnt sich das 1000er-Menüse zu nehmen. Wenn man einfach mehr Zeit hat. Ist gut. So, jetzt nicht aus Versehen absteigen. Finger weg vom roten Knopf. Und darf ich den ganzen Müll nochmal machen. Wieder ein Joggo bereitest. Klick auf Abbrechen abzusteigen. Ja, tu's nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht... Davon müssen wir hin. Hallo. Das ist der Zoom, den wollen wir nicht haben. Das ist wie Snake jetzt hier, nur in Hardcore. Uff. Okay. Wow. Was ist denn das? Das ist noch so ein Solon, ne? Hat das Sephiroth getan? Ja geil, einfach mal so aufspießen, das finde ich krass. Hallo? Unser Feind könnte sowas tun? Wahnsinn. Ja, so sieht's aus, ne? Egal, wir gehen da mal lang, ne? Weil blutige Schlange, hin oder her. Egal. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Wir müssen jetzt dem Typen nachgehen, der einhändig so eine Schlange aufspießt. Hallo? Wir wollen da rein? Ach ja, richtig. Tschüss, Chocobo. Schnüff. Egal, wir müssen da eh rein. Oh, geile Musik. So. Ich hab keine Ahnung, wo wir lang müssen. Rechts geht er auf jeden Fall auch raus. Geh nochmal nach links. Nach oben geht's nicht. Kisten. Yes. Geist erhalten. Was ist Geist? Geist. Erhöht Moral. Ich check die immer nie Dinge, aber was ist die Lazarus, die Mob eben gekriegt im Kampf? Für meine Chocobos. Ah ja, süß. Okay. Geht's hier unten weiter? Nein. Geht's hier weiter? Nein. Okay. Kampf. Mal gucken, was hier für Kampfgegner sind. Gegner, ja. Das Gegner reicht ja. Krabben. Können wir erkennen machen. Hab ich schon erkennen gemacht? Nein, das kommt jetzt, oder? Das kann nicht passen, oder? Wer ist das? Erkenn mal. Kastagnette. Aha. Schwach wie über Feuer. Ich muss nochmal bei Cloud umdisponieren, weil wir sind ja gar nicht mehr im Technik, in der Technikumgebung. Jetzt brauchen wir eigentlich Feuer alle. Statt Blitz alle. Müssen mal. Oh, Aufruf! Wir holen erstmal einen Schocker. Mal gucken, was passiert. Ich bin ja so gespannt. Wenn die mal alle fertig sind. Schön bunt ist schon mal. Yay! Cool! Comic-Animation! Oh, ein bisschen hintereinander, der Vogel. Wow, hat ordentlich reingehauen, würde ich sagen. Kostet ordentlich MP, aber haut ordentlich rein. Ich würde sagen, das lohnt sich. Ah, Ehreslevel, gut. So, jetzt bauen wir mal kurz das Feuer um. Substanz von ihr. Du hast da Feuer. Das brauchst du gerade nicht. Du nimmst den Blitz, nimmst das Feuer dafür. Und dann nimmst du hier das. Feinde ist kein Blitz. Wie viel gibt's denn noch? AP, nächste Ebene. Oh, gut, wir müssen noch eine Menge machen. Ist aber in Ordnung. Gehen wir da mal gucken. Einen Moment. Nein, er macht
Er macht dem Dativ einen Moment. Wir sind hier ganz vornehm, ja? Einen Moment. Die Torx. Ich mag sie. Bist du zufällig? Weißt du, wer ich bin? Von den Torx, oder? Ja, nun, wenn du Bescheid weißt, dann wird das hier nicht lang dauern. Es ist schwer zu erklären, was die Torx tun. Kidnapping, oder? Wenn du das so ausdrücken willst, naja. Aber ganz so einfach ist das jetzt nicht mehr, ne? Also. Bitte. Nee, ist okay, Root. Ich weiß, du magst keine Reden, aber also bricht dir keiner ab. Elena. Und dann erklär du es. Ha. Ich bin das neueste Mitglied der Torx, Elena. Dem, was du Reno angetan hast, haben wir es zu verdanken, dass wir so wenige sind. Oder zu wenige sind. Obwohl, deswegen bin ich zu den Torx befördert worden. Tja. Auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Und versuchen, euch ständig aufzuhalten. Ja, halt mal, warte mal, das ist irgendwie ist es andersrum. Ihr seid diejenigen, die uns ständig im Weg sind. Ja. Elena, du redest zu viel. Zeng? Es gibt keinen Grund, denen etwas von unserer Order zu erzählen. Oh, Entschuldigung, Zeng. Ich dachte, ich hätte was anderes befohlen. Geh jetzt. Vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Oh, ja. Also dann, Ruth und ich werden Sephiroth folgen. Der befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Junon. Wink, wink. Elena, du scheinst nicht zu verstehen. Benutzt dein blondes Köpfchen, klar? Oh ja, Entschuldigung. Geh. Lass Sephiroth nicht entkommen. Jawohl, jawohl. Kraxel, kraxel, kraxel. Hui. Reno sagt, er wollte dich sehen. Nachdem die Wunden, die du ihm zugefügt hattest, geheilt waren. Er wollte euch allen seine Zuneigung beweisen. Mit einer neuen Waffe. Na ja dann. Aeris, lange nicht gesehen. Sieht aus, als wärest du den Shinra für eine Weile entwischt. Jetzt, wo Sephiroth wieder aufgetaucht ist. Also, was redest du da? Soll ich Sephiroth etwa dankbar sein? Nein. Wir werden uns nicht oft sehen. Pass auf dich auf. Klingt komisch, wenn das von dir kommt. Also dann, bleib Shinra aus den Augen. Ich habe keine Ahnung, was er für einen Akzent hat. Keine Ahnung. Bisschen schleimigen wollte ich machen, aber ich habe keine Ahnung, was da wirklich passiert ist. So, jetzt stehen wir hier, wie bestellt und nicht abgeholt. Ich glaube, wir laufen nach rechts. Gucken da mal. Wahnsinn, da kommen wir her. Ich habe so den Plan, ne? Okay, wahrscheinlich können wir da hoch und hinterher, aber wir können auch hier vorne lang. Denn hier ist nämlich die Kiste. Elixier erhalten, sehr gut. Oh, und da ist noch ein blauer Beutel, wahrscheinlich mit dem Trank. Und ein Kampf. So, jetzt haben wir nämlich tiefer Wechsel damit. Kann tiefer mal ein paar Tiefschläge machen. Außer Cloud macht vorher alle Zauber, alle Feuer. Ja. Ja, das können wir angreifen. Und oh shit. Yes, na gut, eine Idee haben wir. Immerhin. Das war das eine hier. Sehr gut. So, schauen wir doch mal, ob das rockt. Holla, das rockt ja wie Sau. Sehr gut. Jeder Schlag ein Treffer, jeder Schlag geht rein.
Sehr schön. Feuer alle. Lohnt sich. Ein bisschen angeschlagen sind sie, ne? Ich kann tiefer nochmal Heilung alle machen demnächst. Im Kampf natürlich. Weil sonst wirken die Modifikatoren, glaube ich, nicht. Heiltrank erhalten. Sie sind vollständig heil. Was ist das so? Kann man da irgendwie noch eine Sprechblase rauskitzeln? Nein. Ist einfach auch nochmal Makroenergie, ne? Ja. So. Da waren wir. Jetzt können wir hier noch hoch, würde ich sagen. Der ist extra da hochgeklettert. Der Dingens ist extra da hochgeklettert beim Abhauen, um uns den Hinweis zu geben, dass wir diese Wurzeln hochklettern können. Das fand ich, also Storytelling-technisch, echt gut. Weil, wie willst du es den Spielern denn sonst erzählen? So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wo sind wir denn jetzt hier? Im Berg. Der Phönixfelsen. Ja. Ich... Ach, auf das Minispiel habe ich gerade nicht so viel Lust. Puh. Lass mal kurz auf die große Karte gucken. Aber wir sollten da einfach mal hingehen, wenn wir schon da sind. Wir können ja erstmal einfach nur gucken. Bevor wir dann denen helfen. Irgendwann. Weil es ist ein Minispiel. Ich weiß aber nicht, wann das kommt. Ob das schon von Anfang an kommt oder nicht. Das werden wir nachher herausfinden. So, Kinders. Was macht ihr denn so schön? Angriff. Holla. Angriff, Zauber, Heilung, alle. Irgendwie stehen die in der Luft. Eine Hubschraubervögel. Wow. Das sind so Hubschrauber-Beamvögel. Alter. Krass. Chat. Oh nein. So, ich mach's hier nochmal richtig damage. Ja, die bringt dir immer nichts, wenn du jetzt hier Limit hast. Obwohl, das bringt schon eine Menge. Mach mal. Dann haut tiefer halt nochmal kaputt. Und dann haben wir das auch wieder. Und dann können wir mal zum Phoenix-Turm hin. Und uns zumindest mal angucken, was sie da machen. Weil wir müssen das Minispiel ja nicht unbedingt spielen. Sondern erstmal Dialoge abgreifen und Informationen. Weil vielleicht wissen die ja, wo sie für was hin ist. Ja, witzig, diese Zwischensequenz. Gerade vorhin gab es eigentlich nur, damit Elena böses Versiegeln, Speed. Damit Elena eingesetzt, eingeführt wurde. Und wir mitbekommen, dass Reno irgendwas wollte. Aber ich wieder voll vergessen habe, was. Auf jeden Fall haben wir Reno wehgetan. Was bist du denn für eine Karotte? Hallo, Karotte. Wir haben die Shinra lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft. Selbst jetzt haben wir uns auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet. Falls ihr es nicht eilig habt, würdet ihr uns im Kampf gegen sie helfen? Ja, immer, wir wollen euch nicht drängen, ne? Wenn ihr gerade auf einer anderen Sache steht, warum bringt ihr die nicht erst zu Ende? Richtig, wir wollten nach Junon. Dass die Information nochmal erhalten, weil Elena die Klappe nicht halten kann. Oh, danke, Spiel. Du denkst auch an die echt blöden Spieler, die sich nichts für 2 Minuten merken können. Wo ist denn Junon? Ja, mal sehen. Also, wenn ich auf mein GPS gucke, wenn man an der Küste eine Weile nach Lorden läuft, dann kommt man direkt nach Junon. Ich erinnere mich. Da ist nämlich eine neue Waffe. Ich erinnere mich. Oh Gott, ich werde euch nicht spoilern, aber es wird schlimm und furchtbar und toll. Aber Vorsicht. Aber Vorsicht! Es liegt im Schatten eines kleinen Berges. Ich würde sagen, wir schaffen das. Go! Weltkarte? Junon. Wenn man an der Küste nach Norden geht. Egal, ich würde sagen, das lösen wir einfach. Das lösen wir einfach das nächste Mal. Und ich mache hier einen kurzen Break. Und danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.